Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe auf diesem Kanal immer sehr, sehr viele Beautyboxen und das ist immer schön, wenn wir da dekorative Kosmetik drin finden, aber ich frage mich immer, wie läuft denn das jetzt auf meinem Gesicht? Sind die Produkte Geld auch wirklich wert? Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen was auszuprobieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bis auf Concealer habe ich auch tatsächlich alles irgendwo in Boxen gefunden. Ich habe mir hier meinen kleinen Zettel geschrieben. Ich starte mit einem Primer. Der war in der ASOS Summer Box aus Juli drin. Ja, die Produkte sind jetzt noch ein bisschen länger schon hier gewesen. Und genau, normalerweise gibt es auf meinem Kanal, wenn nicht gerade so eine absolute Eskalation von Adventskalendern da ist, auch ganz, ganz viele Unboxings von Beautyboxen zum Beispiel oder auch Hauls und Reviews und alles, was das Herz begehrt. Und dementsprechend solltest auch du Teil dieser Crew hier werden wollen. Abonnier doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Denn ich teste immer sehr gerne sehr viel aus, um euch sagen zu können, ob das was taugt oder nicht. Ne? Ich meine, dass sogar mittlerweile mein Elemis-Code auch schon aktiv sein könnte, denn ich habe mittlerweile eine Kooperation mit Elemis. Unglaublich. Und ja, schau dazu gerne in der Infobox vorbei. Ich blende den auch gerne nochmal ein. Ich kenne den noch gar nicht. Das heißt, der müsste jetzt mir mittlerweile geschickt worden sein. Also, ne? Da könnt ihr ein bisschen was direkt bei Elemis sparen. Den Primer kannte ich auch schon. Der gibt wirklich einen schönen Glow. Ihr habt ja eben auch gesehen, dass ich ja durch meinen Lichtschutzfaktor auch schon ordentlich gepflegt aussah. Und jetzt habe ich hier nochmal On Top Glow. Und ja, meine Haut ist eskaliert ein bisschen, weil ich bin Produkttester ja auch. Also ich teste halt auch sehr viel für euch. Und hier seht ihr auch an meinen Fingern, dass der Glow auch wirklich ja, visuell da ist. Ne? Das ist nicht nur Hautpflege, sondern es gibt halt auch wirklich einen Schein ins Gesicht. Das muss man mögen. Ich mag gerne Glowy Primer. Ja. Ist ja auch der Glow Priming Moisturizer, ne? Der erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Dann hatte ich in der Blissim Box, ja, ist schon ein bisschen her, ne? April 2023 von Algologie diese Foundation drin. Das ist eine BB-Cream Soleil Marin, eine BB-Cream, die irgendwie korrigieren soll. Ich bin sehr gespannt, ob mir der Farbton passt. Also ich glaube, das ist so ein universelles Ding, aber ich habe die jetzt schon bei anderen auch gesehen, dass die echt toll sein soll. Ist auf jeden Fall mit einem kühleren Unterton, ne? Und sie hat eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Also farbtechnisch passt es auf jeden Fall. Aber sie ist jetzt nicht so, dass sie groß meine Haut ausgleichen würde. Das ist halt ein absolutes Alltagsprodukt. Sehe ich jetzt halt auch an meiner Rötung. Da muss ich definitiv gleich nochmal nachkorrigieren. Und sie dunkelt ein ganz kleines bisschen nach, würde ich sagen. Und das schon direkt auf dem Gesicht, ne? Vielleicht für mich eher im Sommer geeignet, aber so an und für sich eine schöne leichte Sache, eine schöne leichte BB-Cream. Wenn man halt wirklich nur einen Hauch von haben möchte. Aber jetzt nichts, was ich mir aktiv kaufen würde, um ehrlich zu sein. Weil die hat ja wirklich nur kaum eine Deckkraft, ne? Da siehst du ja nicht wirklich... Also ich sehe meine Muttermale durch, meine Sommersprossen, die Rötung. Also ja, das wäre mir zu wenig. Mal gucken, ob ich mit dem Concealer das Ganze nochmal ein bisschen intensivieren kann. Das ist jetzt einer, den ich aktuell sowieso in regelmäßiger Anwendung habe. Ist hier von Denisa Myricks, dieser Yummy Concealer. Ich finde den super, weil der halt nicht irgendwie in irgendwelche Fältchen kriecht oder so und auch echt über den Tag sehr, sehr gut hält. Nicht wundern, ich gebe mir jetzt relativ viel auf, weil ich ja einfach auch eine nicht so deckende Foundation habe. Und den Concealer bekommt ihr bei Purish und da könnt ihr jetzt im Oktober mit Claudis Welt 15% auf meine komplette Creator-Page sparen, also quasi auf meine Favoriten. Das ist im Prinzip alles, was ich euch auch immer so zeige. Auch auf Carla Cosmetics. Wenn ihr möchtet, ist auch das in der Infobox verlinkt. Da sind auch allerhand Adventskalender dann mit drin. Ich habe hier aus der Notino 8 Box, ne? Also die war auch irgendwann im Sommer dann von Notino gelauncht worden. Noch so Schwämmchen von Real Techniques, ganz frisch in ihrer Verpackung. Und ich finde dieses Schwämmchen so gut. Ich kenne die ja schon, ne? Und damit arbeite ich mir jetzt den Concealer ein. Den nehme ich auch direkt als Lidschattenbasis. Ich mache das in letzter Zeit auch öfters so, wie Alina das macht, nämlich mit einem trockenen Schwämmchen zu arbeiten. Dadurch saugt das Schwämmchen zwar mehr Produkt auf, aber ich merke tatsächlich, dass das besser funktioniert. Also manchmal hat man ja auch so ölbasierte Geschichten unterdrücken. Unten drunter, gerade jetzt so Richtung Herbst, Winter, habe ich ja auch eine reichhaltigere Pflege. Da ist es dann leider häufiger so, dass dann auch das Wasser, was dann im Schwämmchen drin ist, sich nicht so gut mit dem Primer, der Foundation oder so verträgt und alles dann so ein bisschen Würstchen gebildet hat. Das ist tatsächlich witzigerweise, seitdem ich das so mache, nicht mehr der Fall. Also das ist abgefahren. Also
Alina Frühlingsrolina hatte einen sehr, sehr guten Tipp gedroppt, der eigentlich so simpel ist, ne? Also perfekt kriege ich das Ganze jetzt nicht ausgeglichen. Ich habe jetzt wirklich eher eine mittlere Deckkraft insgesamt im Gesicht, weil ich ja den Concealer quasi nochmal mit der BB-Cream vermischt habe. Das sieht jetzt alles auch noch ein bisschen unruhig aus, aber wir machen jetzt erstmal entspannt weiter. Da habe ich hier von Benefit den Cha-Cha Tint. Wo hatte ich den denn mit dabei? In der InStyle-Box Juni 2024. Das ist halt wirklich so ein Klassiker. Den kennen wir, den können wir normalerweise auch so schön auf die Lippen machen. Und das hier ist eher so ein Peach-Ton. Man muss da jetzt ein bisschen schneller mit arbeiten, ne? Also man sollte das jetzt nicht mega schnell antrocknen lassen. Am besten erst auf den Handrücken und so. Aber ich versuche es jetzt mal direkt, weil das ist jetzt ja auch eigentlich farbtechnisch in Ordnung. Und dann direkt mit dem Pinsel verteilen. Ist ja super, super flüssig und das tintet auch richtig die Haut ein, ne? Und der Cha-Cha-Tint ist ja sowieso so ein bisschen, ja, mehr in die peachige Richtung. Ich finde den schön. Da muss man halt nur gucken, ob der sich dann jetzt auch wirklich mit der Base verträgt. Weil das ist natürlich nicht auf Ölbasis, sondern eher auf Wasserbasis, ne? Aber so als Hauch von ist es auf jeden Fall ganz schön, wenn man halt wirklich nur einen Alltagslook machen würde mit der BB-Cream. Dann ein bisschen Cha-Cha-Tint drauf, vielleicht leicht pudern. Dann hat man wirklich, ne, ein schönes Make-up. Ich mache ja hier meine Make-ups auch dafür, dass ich dann ja auch weiter filme. Das heißt, bei mir darf es dann auch gerne einfach ein bisschen mehr sein. Das Licht wird hier ziemlich viel die Farben schlucken und dementsprechend lege ich dann gerne nochmal ein bisschen mehr nach. Das heißt, es kommt gleich auch noch ein Puderblush drüber. Aber wie gesagt, für den Alltag finde ich das sehr, sehr hübsch. Kann man sich halt auch ganz normal auf die Lippen geben, ne? Aber so sieht es erstmal dann im Gesicht aus. Durch meinen Pickel ist das hier ein bisschen unrein geworden. Ist mir so. Und bei diesen Tints empfehle ich auch definitiv, dass ihr nicht übermalt, ne? Dass ihr wirklich auf eurer Lippe bleibt. Das wird jetzt auch einziehen und dann auch einen Hauch von hinterlassen. Also so orange, wie das jetzt ist, wird es auch nicht bleiben. Finde ich aber eigentlich ganz schön mal so, ne? Genau, passt jetzt auch natürlich zum Blush, wenn man das so macht. Dann werde ich jetzt ein Puder verwenden. Da habe ich hier das von CRT London. Das ist das Extraordinary Translucent Powder. Und dieses Puder hatte ich in einer kleinen Version in der Look Fantastic Box aus August 2024. Ich habe euch auch in der Infobox mal die ganzen verschiedenen Boxen verlinkt und auch mit Codes und so weiter, teilweise auch eingeblendet. Look Fantastic ist zum Beispiel Claudi Welt. Da könnt ihr nämlich halt auch auf alles bei der Homepage sparen, ne? Wenn ihr da Interesse dran habt, dass ihr da mal vorbeischauen könnt. Und jetzt nehme ich mir erstmal so einen kleinen Giacomo-Mop. Da hat Maxim ja gerade einen Ausverkauf. Nehme mir so ein bisschen was auf die Spitze, arbeite das in meiner Handinnenfläche ein und dann kommt es erstmal so um meine Augen drumherum und überall da, wo ich Concealer habe, arbeite ich dann auch immer ganz gerne mit diesem Mini-Giacomo-Mop. Wobei ich jetzt halt ja im ganzen Gesicht Concealer habe, ne? Das heißt, es ist dann hier so am Nasenflügel entlang, also Labialfalte und Kinn. Vielleicht auch noch ein bisschen hier verstehen. Genau, und vom den Rest der Schützenfests mache ich dann mit dem Pinsel. Welchen nehme ich denn heute? Ich glaube, ich nehme wirklich so einen leichten erstmal, ne? Tippe da vorsichtig rein, arbeite das im Deckel in den Pinsel so ein und dann kommt das auf mein Gesicht. Also ich würde schon sagen, dass man ziemlich gut sieht, dass der Benetint noch ordentlich durchkommt, ne? Also der hat sich davon jetzt nicht ultimativ beeindrucken lassen. Das ist schon nicht schlecht. So, das Gesicht ist auf jeden Fall schon mal abgepudert. Das sieht jetzt auch noch sehr wild aus. Spätestens, wenn man Setting Spray verwendet, verbinden sich ja auch die verschiedenen Texturen auf dem Gesicht, ne? Und genau, ich habe jetzt einen leichten Weißschleier. Das muss man auch bei dem Puder wissen, finde ich persönlich. Ich hatte das schon da. Genau, aber ansonsten gefällt mir, was ich sehe. Und ich trinke mir jetzt erstmal zwischendrin einen Schluck Kaffee. Prost an dieser Stelle. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also da stempelt halt auch nichts von dem Benetint ab. Der ist halt jetzt in die Haut eingezogen, ne? Und vorhanden. Aber je mehr man halt quasi isst oder trinkt oder Öliges auch dann quasi, ne, damit in Kombination bringt, trägt sich das ganz leicht ab. Aber im Großen und Ganzen wird das schon tatsächlich von der Basis her so bleiben. Hier habe ich den Powder Bronzer von By Beauty Bay. Den habe ich in der Farbe Fawn. Und den hatte ich drin in der Beauty Bay Must-Haves Box, die im Juni rausgekommen ist. Beauty Bay hat immer richtig tolle Sets auch im Angebot. Da kann ich euch auch vielleicht mal in der Infobox das ein oder andere verlinken. Jetzt auch aktuell wieder. Also schaut da definitiv mal vorbei. Das lohnt sich schon. Also da kann man teilweise richtig gute Schnapper machen. Oft steht dann auch wirklich drin, was in der Box drin enthalten ist. Es sei denn, es ist halt irgendwie so eine Mystery-Box. Hier haben wir auf jeden Fall den Powder Bronzer. Der ist mir persönlich eigentlich ein ganz kleines bisschen zu warm. Genau, so schaut er aus. Und den werde ich jetzt mal ganz, 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 ganz vorsichtig auftragen. Also wirklich nur kurz reingedippt. Dann kurz an meinem Handrücken
abgedingselt und dann vorsichtig aufs Gesicht, weil der ist gut pigmentiert und wie gesagt, der ist eigentlich für mich ein bisschen zu rot, also zu warm, ne? Was ein Bronzer ja auch eigentlich sein soll. Das heißt, der ist jetzt nicht unbedingt zum Konturieren geeignet. Und wenn man sich rangetastet hat, kann man den auch dann ohne vorher abzumachen dann schon mal so ein bisschen aufs Gesicht geben, wenn man ungefähr die Dosierung raus hat. Der verträgt sich auch ganz gut mit dem Blush farbtechnisch, den ich jetzt schon drauf habe. Ich nehme aber immer wirklich nur ganz, 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 ganz wenig. So sieht das Ganze dann mit einem Hauch von Bronzer aus. Wie gesagt, jetzt extra mal nicht viel drauf gemacht. Das Gesicht wird ein bisschen aufgewärmt, aber es ist jetzt kein Bronzer, den ich mega krass geil finde. Also ich würde den halt schon so haben und verwenden, aber ich würde den jetzt nicht aktiv nachkaufen. Ne? Dann habe ich hier einen Blush, das habe ich schon länger in meinem Repertoire. Das ist von Lotte London, das Blush in der Farbe Haze. Das befand sich in dem Glossy Sale, den ich im August 2024 ausgepackt hatte. Das ist ein Ding, was ich einfach schon länger in meiner Sammlung habe. Da weiß ich, dass ich das eigentlich ganz gut finde. Und ja, das habe ich mir dann dementsprechend hier nochmal hingelegt. Das kann man dezent auftragen, man kann es aber auch ein bisschen mehr aufbauen. Das hat nämlich so einen Farbverlauf drin. Und je nachdem, auf welcher Seite man sich mehr aufhält, kann man dann halt eher so in die ja peachigere Richtung gehen oder halt auch wirklich in so eine pinke Richtung. Ist auch farbtechnisch ganz schön mit dem Charger Tint. Der hat auch einen ganz, ganz minimalen Glow, glaube ich, mit drin. Ich glaube nicht, dass der komplett matt ist. Hier bin ich mit dem Bronzer etwas zu tief gekommen. Da kann man dann, deswegen, solche Dinger sind immer super, ne? Wenn du da auch vorher schon Puder dran hattest, kann man hier nochmal so ein bisschen die Linie definieren. Und der hat schon ordentlich Kapitjes eigentlich, ne? Also der Blush ist jetzt nicht einfach nur ein Hauch von. Wenn man den ein bisschen auch mehr auftragen möchte, kriegt man Blush ins Gesicht. Dann habe ich hier von Tease den Suit of Armor High and Mighty Highlighter. Und das ist die Farbe Golden Girl. Da bin ich jetzt ein bisschen, mal gucken, ne? Goodie Box Juli 2024 war der drin. Ich kann euch leider nicht mehr die Goodieboxen vorstellen, weil die Kooperation nicht mehr existiert. Die haben allen, ja, gekündigt quasi. Ein bisschen schade. Also ich kann euch nicht die Welcome Box mehr vorstellen. Genau, hier haben wir auf jeden Fall einmal den Highlighter drin enthalten. Den hatte ich, glaube ich, auch beim Unboxing geswatcht und fand ihn jetzt gar nicht so verkehrt. Ne? Und hier nehme ich mir mal die Folie vom Spiegelchen ab. Das finde ich ja auch schön, dass ein Spiegel drin ist. Und da gehe ich auch ganz entspannt erstmal mit meinem ja, Face-Pinsel rein. Trage mir den hier auf. Das geht. Der ist tatsächlich schön. Sehr, sehr schön sogar. Passt jetzt nicht unbedingt zu meinem Schmuck, der eher silber ist, ne? Aber, ach, egal. Und so kann man sich den auch ein bisschen leichter auftragen, wenn man halt einen großen, fluffigen Pinsel hat. Man kann den natürlich auch intensiver machen oder definierter auftragen, wenn man zum Beispiel so einen klassischen Highlighter-Pinsel verwendet oder einen festeren oder sowas zum Beispiel, ne? Da machst du dann einfach ein bisschen mehr, weil du natürlich auch mehr Produkt greifst. Ich dippe ja immer nur so ein bisschen rein und trage mir den dann auf. Also ich finde den schön. Der hat überhaupt gar keinen groben Glitzer. Der ist total schön. Doch den mag ich leiden. Und der ist halt auch nicht so gold, wie die Farbbezeichnung es normalerweise vermuten lassen würde. Ein ganz kleinen Tick vielleicht, ne, dass man das Gold sieht und das dementsprechend dann vielleicht auch ein bisschen zu dunkel für mich wäre. Aber im Großen und Ganzen finde ich den schön. Hier bin ich jetzt, da muss ich mal gucken, ob ich den dann kombinieren werde. Feather Effect Brow Pen von Colourpop. Den hatten wir in so einer Colourpop Mystery Box drin enthalten. Und zwar ist das in der Summer Box gewesen. Auch von Colourpop gibt es immer wieder schöne Limited Editions. Das ist nämlich jetzt hier die Farbe Light Brown. Da müsst ihr gleich mal gucken, ob ich da vielleicht Vorarbeit leisten muss. Weil das hier ist ein Filzstift, womit man sich halt so feine Härchen mit einzeichnet. Ne? Also eigentlich auch echt schön. Könnte für mich vielleicht ein ganz kleines bisschen zu, tja, zu sehr an einen Windelinhalt, nennen wir es mal, erinnern. Ne? So schaut's aus, genau. Schlecht belichtet, aber mal gucken. Also der ist definitiv auch sehr, sehr fein, ne? Das muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, da bin ich eher bei dem zum Beispiel von Nabla. Die haben, auch ein bisschen mehr Deckkraft, weil du siehst ihn ja kaum, ne? Ist ganz, ganz leicht nur. Halt überhaupt noch ein bisschen. Also ich würde es jetzt nicht für mich nehmen. Man sieht ja wirklich kaum einen Unterschied, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich sage, okay, ich möchte meine Augenbraue ein bisschen mehr nach innen ziehen, weil da habe ich ja keine Härchen, dass ich da einfach nochmal was nachzeichnen könnte. Aber im Großen und Ganzen, also ich kann mit dem Stift, glaube ich, nicht ganz so viel anfangen. Das heißt, da wird jetzt hier mein BH Cosmetics Stift ein bisschen nachhelfen, den ich aktuell aufbrauche. Den gibt es leider nicht mehr zu kaufen, aber ich habe ihn halt da. Das ist in der Farbe Blond, der HD Brow Pencil. Ja, von BH Cosmetics
damals noch BH Studio Pro. Ja, ich befinde mich aktuell in der Mauser, deswegen ist es mit meinen augenbraunen Haaren auch gerade ein bisschen schwierig. Also Haare und alles, ne, das Winterfell kommt. Aber so fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen wohler, wenn man da halt auch einfach ein bisschen was Kühleres auch mit bei hat. Dann habe ich hier ein Augenbrauenfixierungsprodukt. Das war in der Look Fantastic Box aus Juli 2024 von Anastasia Beverly Hills. Es ist einfach das Clear Brow Gel. Ich persönlich, also ich hatte das auch schon da, finde das okay, aber es hat jetzt nicht so die allermeiste, ja, den allermeisten halt, ne? Das ist halt einfach so ein klares Augenbrauengel, was man sich so reinkämmen kann und was dann auch so ein bisschen den Augenbrauen halt geben wird. Es tackert die Augenbrauen aber nicht fest. Also das ist halt wirklich bislang alles, was ich heute hier auch verwendet habe, eher so von der soften Reihe. BB-Cream und so weiter. Alles eher soft unterwegs hier heute. Aber na, das darf auch mal sein, ne? Habe ich meine Augenbrauen irgendwie schief gemacht? Ich glaube schon. Ja, Augenbrauen im Nachhinein zu korrigieren ist immer doof, ne? Da habe ich jetzt auch nicht so den ultimativen Hack. Das ist immer so ein bisschen Try and Error bei mir. Also, bisschen Concealer da oben noch dran. Mal gucken. Sieht gleich am Ende wahrscheinlich total furchtbar aus. Oder wunderschön. Man weiß es nicht. Doch, eigentlich weiß man schon, dass es nicht die beste Idee des Universums ist, Claudi, ne? Also so kann ich auf jeden Fall damit leben. Das passt schon, ne? Oh mein Gott, ja. Jetzt habe ich hier eine Palette. Das ist ganz interessant, denn es gab von Lethal Cosmetics doch so Mystery-Boxen, die ich im Sommer bestellt habe. Und da war ja zum Beispiel auch diese Umverpackung mit dabei. Da war auch der ein oder andere Ton mit drin, aber ich habe sie mir dann quasi erweitert und so sieht sie dann entsprechend aus. Also, ne, hinten drauf stehen, glaube ich, auch immer die Farbnamen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig, aber ich möchte gerne damit so einen kleinen Look schminken. Jo. Mal gucken, wie das wird. Ich starte erstmal hier mit diesem wunderschönen Grünton. Man kann sich ja bei Lethal die Paletten auch immer selber zusammenstellen, ne? Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, damit sind die damals auch so ein bisschen gestartet. Und ja, deswegen starte ich erstmal hier mit diesem grünen Mattenton und trage den komplett auf meinem beweglichen Lid auf. Und auch so ein bisschen schon in die Lidfalte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das feiern würdet, wenn Lethal zum Beispiel diese Limited Edition, diese Avatar Collection auch mit sich in dem Shop aufnehmen würde. Genau, weil ich habe was gehört, dass da was im Busch sein könnte. Und ich habe mir die Sachen ja auch alle komplett gekauft und euch auch schon immer mal wieder Looks damit gezeigt. Ich hatte auch eine Palette davon mit in Hamburg beim Event, ne? Und habe damit auch einen wunderschönen blauen Look geschminkt. Würde euch das interessieren? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und jetzt habe ich hier einmal diesen wunderschönen Ton aufgetragen. Hier muss ich noch ein bisschen nachlegen. Dann gehe ich in diesen braunen Ton. Ich glaube, das sind alles die neuesten Töne, die es bei Lethal so gibt. Die hatte ich mir dann quasi in einer Palette zusammengestellt und den setze ich mir hier außen an. Spiegelt dann so ein bisschen auch das wieder, was ich in meinen Augen habe. Ne? Ich habe ja auch so grünbraune Augen. Und dieses Braun setze ich mir dann auch einfach mit so einem, ja eigentlich Augenbrauenpinsel, ne? An den unteren Wimpernkranz. So spiegelt sich das nämlich nochmal ein bisschen wieder. Finde ich aber eigentlich ganz nett. Ist halt so ein richtiger Ockerton und nicht so ein klassisches Braun-Braun. Mag ich. Ich liebe meinen NYX Glitter Glue. Der wird jetzt in Einsatz genommen, wie eigentlich jedes Mal beim Schminken, weil ich ihn einfach gerne verwende. Also ganz egal, ob ich mir einen Alltagslook schminke, wo ich dann auch Schimmer verwende oder ne, so jetzt halt. Dann nehme ich auch den Pinsel von gerade. Kann man auch einfach mit dem Finger machen, aber ich nehme gerne dafür einen Pinsel und setze mir den auf mein bewegliches Lid. Und dann nehme ich mir den helleren der beiden marmorierten Schimmertöne in Grün und mach den einfach da oben drüber. Bei Lethal würde ich auch immer empfehlen, halt einen Glitterglue drunter zu machen, weil ansonsten rieselt das wirklich im Laufe des Tages. Das wollen wir nicht. Ich glaube, nach außen hin setze ich mir auch noch ein ganz kleines bisschen von dem etwas dunkleren Grünschimmerton. Der geht ein bisschen ins Bläuliche. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel dann von nimmt. Ja, dann noch ein bisschen was von dem Highlighter in den Innenwinkel und dann habe ich eigentlich schon den Augenlook soweit fertig. Der passt gerade richtig gut dazu. Das mag ich. Was ist denn auf meiner Nasenspitze los? Irgendwie, wenn ich so ganz blöd gucke, dann sieht man da so Streifen. Komisch. Man sollte einfach nicht blöd gucken, ne? Nun denn, wir haben auf jeden Fall in dieser Palette... Achso, ich guck mal eben, wie die Farbnamen heißen. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Ich irgendwas zum Rauspieksen. Ein Kugelschreiber wäre nicht schlecht. Kugelschreiber? Ja. Dieses Hellgrün heißt übrigens Void. Der Braunton heißt Lore. Der helle grüne Schimmerton heißt Plit Wise.
Wow. Und dieser dunkle Grünschimmerton Black Forest. Für die, die es interessiert und sich gegebenenfalls die Töne mal anschauen wollen. Ich finde, die sehen gut aus. Also mag ich gerne leiden. Achso, und das Schwarz ist, glaube ich, einfach Black Liner oder so. Nein, Y2K. Läuft bei ihm. Okay, okay. Das macht man einfach, wenn man, da kann man sich ein bisschen Wasser oder ein bisschen Setting Spray nehmen, das dann entsprechend anfeuchten. Ich mache das immer ganz gerne in den Deckel von dem Setting Spray. Und dann nehme ich mir so einen Liner-Pinsel. Das ist jetzt einfach einer von LH Cosmetics. Den mache ich nass. Gehe dann in den Liner rein. Halt so ähnlich wie diese Suva-Liner, ne? Und ich finde es ganz praktisch, wenn man einen so einen Ton auch mit in der Palette hat. Weil dann kannst du den so anwenden. Den ziehe ich mir jetzt. Gibt es auch in verschiedenen Farben natürlich. Und das ist ein Eyeliner, der dir halt niemals eintrocknen wird oder so. Das finde ich eigentlich total großartig. Und der ist wirklich toll. Also jetzt von einmal reingehen, konnte ich mir den so ziehen. Das hat wirklich toll funktioniert. Wow. Hier habe ich den jetzt leider nicht so schön hingekriegt. Und da muss ich jetzt hier leider ein bisschen korrigieren, weil ansonsten sind die ja vollkommen asymmetrisch. Hätte ich es nur gelassen. Der sah so gut aus und jetzt sieht er gar nicht mehr so gut aus. Das Typische beim Eyeliner, ne? Erst ziehst du, ist perfekt, dann machst du die andere Seite und dann korrigierst du und korrigierst und korrigierst. Und irgendwann ist das ganze Gesicht einfach vollkommen voll mit irgendwelchen Eyeliner-Strichen. Und irgendwann muss man dann selber zu sich sagen, stopp. Jetzt mache ich nicht mehr weiter. Ich persönlich finde den Liner wirklich toll, weil wenn ich den jetzt zum Beispiel auch mal so im Vergleich setze zu den Suva-Linern oder so, haben wir hier einen, den du nicht spürst. Der ist super leicht, aber lässt sich toll, eigentlich echt toll auftragen. Der fließt nicht irgendwie komisch in die Falten rein oder sonst irgendwas. Also das finde ich schon sehr, sehr nice. Man muss halt wirklich beim ersten Mal das eigentlich ganz gut hinkriegen, weil ansonsten korrigiert man immer wieder hin und her. Nee, finde ich schön. Also generell, ne? Schaut euch gerne mal bei Lethal um. Die haben wirklich schöne Sachen. Und jetzt machen wir hier mal weiter. Da hatte ich hier von, habe ich gerade ja auch schon verwendet, von Ofra, Rodeo Drive Make-Up Fixer. Das ist diese Glowy-Variante. Hatte ich drin in der Pink Box im August. Genau, die habe ich ja auch noch selber abonniert. Ich glaube, bei Claudis Bunte Welt müsste die noch nach wie vor online kommen, ne? Jetzt aktuell nicht so unbedingt wegen der ganzen Adventskalender. Und das hat halt auch so einen Schimmer mit drin. Und auch das Spray müsste es eigentlich noch bei Purish geben. Und da könnt ihr dann auch mit meinem Code ClaudisWelt15 aktuell 15% drauf sparen, weil das ist safe eins meiner, ne, Liebsten, weil das halt so einen schönen Glow noch mitgibt. Und wir müssen hier gleich definitiv noch die Wimpern ordentlich betonen, denn der Augenlook schreit danach. Aber erst gibt es ein bisschen eine Wimpernzange, meine Liebste von Catrice, selbstverständlich auch in der Infobox verlinkt. Ich verwende jetzt zwei verschiedene Mascaras. Einmal habe ich hier die Benefit They Are Real Magnet Mascara für diese Seite und für die andere Seite nehme ich die Nilens Jord Mascara. Die Benefit hatte ich drin in der Blissim Box im August und die Nilens Jord hatte ich dieses Jahr in der Goodie Box April drin. Bei beiden haben wir ein Gummibürstchen und bei der Benefit haben wir ein opulenteres Bürstchen und bei der Nilens Jord ein etwas feineres Bürstchen. Ich bin mal gespannt, wie unterschiedlich die beiden auf meinen Augen performen werden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide sind sehr, sehr nice, aber sie sind unterschiedlich nice. Die Nilens Jord, die ich auf dieser Seite habe, gibt auch wirklich nochmal ein bisschen mehr Länge und Definition. Und die They Are Real Magnet macht auch so ein bisschen noch die Wimpern etwas voller. Das sieht man, glaube ich, ganz gut hier, ne? Und ich finde sie beide sehr, sehr schön. Die Nilens Jord ist übrigens eine Tubing-Mascara und das Ergebnis gefällt mir bei beiden Mascaras. Und auf dieser Seite habe ich eben mir ins Auge gepiekst. Deswegen lasse ich das erstmal antrocknen und dann kommt das gleich mit dem Spoolie weg. Das kann man ja einfach wegbürsten. Aber das Ergebnis spricht für sich, würde ich sagen. Dann können wir uns jetzt mal den Lippen widmen. Da habe ich einmal hier von M. Asam. War ein Liner aus der Wundertüte im Juli. Der Lip Designer in der Farbe Almond. Den hatte ich aber auch schon da. Ein wunderschöner Lip Liner. Ja, den kannst du halt zu sehr, sehr vielen anderen auch kombinieren. Würde theoretisch sogar zu dem, was ich jetzt schon auf den Lippen drauf habe, eigentlich ganz gut passen, glaube ich. Ja. Es ist halt so ein orangener Lip Liner oder orange-stichiger Lip Liner, der mehr so
Ja, in die cremige Richtung geht, ne? Der ist so auch zum Herausdrehen. Mag ich persönlich eigentlich auch immer ganz gerne. Braucht sich aber relativ schnell auf, ne? Darüber gebe ich mir ein MAC Lipstick. Den habe ich, ja, Powder Kiss Lipstick in der Farbe Devoted to Chili. Das ist einmal dieser hier. Der kommt aus der Blissim Box im Juni. Auch der könnte farblich sehr gut passen. Ist halt ein bisschen dunkler als der Lip Liner. Der gibt einen schönen Farbverlauf. Die passen ganz gut zusammen. Das mag ich gerne leiden. Und das passt auch gut zum Look, finde ich. Ne? Also definitiv eine schöne Farbe. Passt ganz gut. Muss ich, also wirklich, ne? Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Also alles, was ich jetzt schon auf den Lippen habe. Aber wir sind noch nicht fertig, denn ich habe hier noch einen. Und zwar hier den Essence Extreme Shine Volume Lip Gloss. Den habe ich jetzt hier in welcher Farbe? Dusty Rose 03 ist das. Also wenn man halt quasi so eine Lippe hat und sagt, Mensch, aber so ein bisschen Glow hätte ich gerne noch. Den hatte ich in der Notino Box auch im August drin. Man kann das natürlich direkt mit dem Füßchen auftragen, man kann das aber auch auf den Handrücken da mit den Fingern drauf tupfen oder mit dem Füßchen auftragen und dann das Füßchen sauber machen, weil du wirst jetzt ja safe auch ein bisschen was von dem Lippenstift hier auf das Füßchen bekommen. Das nur aus rein Hygiene-Info-Gründen, sage ich jetzt mal. Und der ist schon sehr shiny, also du hast sehr, sehr viel Schimmer mit drin. Deswegen habe ich nur ein ganz kleines bisschen aufgetragen und verteile mir das dann quasi mit meinen Lippen. Nennt sich ja auch Extreme Shine, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Und der hat, also wenn ich jetzt auch so ein bisschen ins Licht gehe mit der Lippe, ne, dann sieht man das wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Auch so ein paar Schimmerpigmente dann jetzt auch auf der Lippe hinterlassen. Aber das wird dann natürlich jetzt nicht ewig und 3 Tage halten. Das ist klar, das ist halt ein Lipgloss, ne? Die Lippenkombi, die ich vorher drauf hatte, aus dem Lip Liner und dem Lippenstift, würde dann eher länger halten. Ja, das ist schon mal soweit so gut, würde ich sagen. Ich finde, das sieht richtig klasse aus. Und dann habe ich hier noch einen Duft von Kalin, das Mo Paradis. Wo habe ich das denn welch? Aus der Pink Box. Juni 2024. Oh, das Mon Paradis Floral mit Amber, Moschus und Neroli als Duftnoten. Hatten wir aber, glaube ich, generell auch in relativ vielen Boxen mal drin gehabt, ne? Schauen wir mal. Mache ich jetzt erstmal vorsichtig auf eine Hand. Ja, das ist ein Duft, den kennt man, ne? Der ist relativ gefällig, den kann man sich so auftragen. Das ist ein schöner Duft, den ich auch wirklich zu jedem Anlass so sehen würde. Und ja, das ist ein Look, der grün ist und orange, aber irgendwie passt der irgendwie immer für mich. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich mache meine Haare mal auf, dann sieht man das auch so im Kompletten, ne, wie dann quasi der Look auch insgesamt aussehen würde. Und also ich fühle mich wohl. Ich mag gerne diese Farbkombi. Ich mag auch gerne, dass es hier so leicht bräunlich ist, auch am unteren Wimpernkranz, aber nicht zu viel, ne. Das ist halt, glaube ich, echt so ein typischer Claudi-Look. Und den habe ich jetzt einfach mit Produkten aus den Beauty-Boxen geschminkt. Ich würde sagen, dass hier bis auf, meiner Meinung nach, den Colourpop Augenbrauenstift alles gut ist und alles auch bleiben wird. Wie gesagt, bei dem Bronzer ein bisschen vorsichtiger sein, aber ansonsten ist das doch eine feine Sache, ne? Die Augenbrauen sind jetzt auch ein bisschen fixiert, aber halt nur leicht. Ich fühle mich wohl soweit. Das kann ich wirklich sagen. Die Haare bräuchten jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Aufschwung. Aber ansonsten, Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Look, zu den Produkten in die Kommentare. Da können wir uns gerne auch mal austauschen. Alles ist in der Infobox verlinkt, wenn euch einzelne Produkte interessieren oder einzelne Boxen. Ja, und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.